Schallplatte abgekriegt und dann habe ich auf das Schwein abgedrückt. Aber dann hat sich das Einschussloch selbst wieder geschlossen. Und dann hat er mir meinen Laden komplett in die Luft gespeitscht. Und auch sonst war das nicht gerade mein Tag. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Er hatte eine Gitarre. Er zwinkerte mir zu, bevor er aus dem vierten Stock gesprungen ist, als hätte er Flügel. Er zwinkerte dir zu. Musiker. Und was hast du noch gesehen? Bisher hast du noch kein Wort darüber verloren, was du jetzt unternehmen wirst. Ich meine, wie stehe ich denn da? Mein Lebenswerk hat sich gewissermaßen in Rauch aufgelöst. Du hast nicht alles verloren. Ja, aber du schwingst doch auch bloß große Reden. Sporten weg. Wie du meinst. Großer Gott. Das gehörte dem letzten Menschen, der mir die Gefolgschaft verweigert hat. Willst du damit etwas sagen, dass das Ding echt ist? Alle Macht dieser Welt geht von den Augen aus, Freundchen. Manchmal sind sie sogar nützlicher als die Menschen, denen sie gehören. Jetzt hast du wahrscheinlich den Verstand verloren. Du bist krank. Ja. Augen sehen. Das hat mir meine Schwester hier beigebracht. Deine Schwester? Die Puppe soll deine Schwester sein? Die Tochter meines Vaters. Ganz genau. Fällt dir denn nicht auf, wie ähnlich wir uns sind? Und jetzt erzählst du alles nochmal von vorn. In allen Einzelheiten. Wie lief das ab? Er hatte einen Vogel dabei. Der ist mir fast ins Gesicht geflogen. Und er sagte mir, ich soll T-Bird ausrichten, dass der Tod auf ihn wartet. Was auch immer das bedeutet. Er heißt Draven. Er sagte, sein Name ist Aaron Draven. Willst du das jetzt nicht mal wegnehmen? Und der Vogelmensch hat dich ganz zufällig am Leben gelassen. Du hast dir das doch hoffentlich nicht bloß ausgedacht, um deinen Arsch zu retten. Ich denk mir doch sowas nicht aus. Ich bin ja nicht so verdreht wie du und deine Schwester. Na schön. Ein Mann und ein Vogel. Was für eine rührende Geschichte. Ja, ja. Tu mir einen Gefallen und stirb schneller, ja? Gib mir das Ding. Danke. Funboy hat auch einen schwarzen Vogel gesehen. Das hat er mir noch gesagt, bevor er an seinem eigenen Blut erstickt ist. Ich lass die Leiche mal gleich wegschaffen. Das ist er! Das ist er! Aber er sieht anders aus, als ob ich Schminke im Gesicht wie eine scheintote Hure. Hab ihn gesehen, als jemand mich zum Bierhorn geschickt hat. Er hat ihn entführt, aber ich habe sie verfolgt. Und irgendwann hat der T-Bird in seinem Auto abgefackelt. Ach, T-Bird, ich trink auf die Kuppe. Vielleicht sollten wir das auf Video filmen und in Zeitlupe abspielen. Feuert sie ab! Feuert sie ab! Feuert sie ab! Hast du das Grab gesehen? Es war leer. Grab? Welches Grab denn? Was ist mit meinem beschissenen Grab? 3 von 4 sind tot. Er arbeitet sich langsam zu diesem Speedfreak hier vor. Das ist nicht fair! Das war Funboys Schuld. Der ist völlig ausgerastet. T-Bird hat damals gesagt, schmeiß ihn aus dem Fenster und ihm tut sich der Geist meinen beschissenen Arsch! Dieser Geist wird mich als Nächsten töten. Dieser Geist bringt mich... Hey! Das ist kein Geist. Alle sind eingetroffen. Pass auf. Wir brauchen ihn noch. Der Geist bringt mich um.